Meister Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge mit Alexander FIFA 19 in Madrid. Das heutige Spiel gegen Manchester City. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. So, Friends, 23. April, wir spielen gegen Manchester City. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie zum Halbfinal-Hinspiel im Estadio Santiago Bernabéu Stadio Santiago, da wollen wir mal gucken. Manchester City. Ein absolutes Top-Duell. Gesucht wird eine Mannschaft, die ein paar Kilometer weiter das Finale bestreiten darf. Und heute gibt's. Isco spielt den Ball. Klasse. Er zieht ab. Das ist noch gefährlich. Und jetzt hat er den Ball sicher. So, da habe ich mal gerade kurz zu dieser Toraktion nach 4 Minuten den Kommentatoren die Luft zum Sprechen genommen quasi. Ich hoffe, dass es nicht so ist wie in der letzten Folge, dass wir es zu leicht haben. Er hier heute gefordert sein, da kann er seine Stärken ausspielen. Jetzt kann er die Flanke bringen. Chance Schade. Erstmal vorbei, der Spieler ist dazwischen gegangen. Schöner Ball von Das habe ich mir Aguero. Anders vorgestellt. Er macht das Spiel schnell. Abgeblockt, sehr schön. Oh, wieder abgeblockt. Sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Super dazwischen. Oh, da habe ich leider gerade mal den falschen Knopf gedrückt. Aber egal, wir haben geklärt. Heute, ja, jetzt werden wir erstmal wieder ein bisschen ausgespielt, bevor wir den Ball kriegen. Ja. Ansonsten stehst du ja im Rückspiel da schon fast mit dem wäre es was gewesen. Heute brauchst du einfach die so, gute da ist es. Bup, bup, bup. Modric. Nee. Oh, das ist ja, ich glaube, Manchester City ist so doch ein bisschen stärker als. Auch schon in Richtung Finale. Das war das eben, das Team. US da. Auch als Profi davon nicht freimachen. Nee, glaube ich auch nicht. Hast du... Und die Möglichkeit. Das ist das. Das war ein geiles Teil. Und jetzt das ist die war ein Freude geiles Teil. Groß. Ja, der Ball ist so richtig Ball einmal um die. Ja, wir sehen es ja jetzt. Ein wichtiges Tor. Zack, zack, verteilt. Der Torwart musste wahrscheinlich nur so, und dann bumm, war er drin. Geil. Sehr schön. Bla bla. Irgendwie muss ich doch mal ein bisschen an der Schraube hier ziehen, glaube ich, was die Spielschwierigkeit angeht. Entweder habe ich heute einfach einen guten Tag. Oder it's way too easy for me. Also, mittlerweile. Ja, das war heftig hier. Das war einfach für den Torwart. Oh. Haben wir uns den Ball geholt. Real Madrid. Oh, da ist aber offen. Dieses Jahr wie Steilpass Modric. Das muss er besser timen. Hier ist es dann abseits. Ich wollte gar nicht auf ihn spielen. Ich wollte eigentlich auf Hunter spielen. Aber gut. Klasse Aktion. Dann ist das jetzt halt so. Ja. Stocher, Stocher. Ja. Klär den Ball. So, jetzt müssen wir nur noch ein bisschen... Jawohl, den haben wir. Jetzt nach jetzt unten. Jetzt zu. Jetzt vielleicht. Pam, Alter. Mittlerweile habe ich es auch wirklich mit der Schussstärke so verinnerlicht. Aber wirklich, ich glaube, bevor ich jetzt das nächste Spiel mache, muss ich wirklich mal an der Schraube hier ein bisschen ziehen. Dass wir irgendwas nach Profi kommt, irgendwie anpeilen oder so. Weil das ist ja sonst wirklich zu easy. Way too easy. Sterling am Ball. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Unten. Isco spielt den Ball. Und zack, viel zu weit. Ah, die Flanke ist zu weit. Da kommt keiner dran. Alex Hunter. Ball Schade. Im Aus. Einwurf für Manchester City. Hunter deckt den. Na, da wollte er nicht hingehen, okay? Walker. Walker. Ah! So, natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Ja, das aber auch ja, nicht, ey. Schlechter Versuch. Aus der Entfernung muss man dann eventuell doch ein bisschen anders drücken. Aber egal, im Aufbauspiel Wie hier sieht das Wetter aus? Eigentlich heute? Recht gut. Das schöner Pass. Und jetzt Isco. Groß. Und jetzt der Schuss. Oh, da geht er runter und der war nicht schlecht. Voll die Kanone. Wollen wir mal gucken, ob wir mit... Groß. Nee. Varane. Sehr stark vom Varane, der nächste Mentor, den wir, glaube ich, anspielen werden. Ich denke mal, das war Dribbling, ne? Mit Varane. Wir hatten noch Dribbling und Manndeckung. Sané. De Bruyne jetzt am Ball. De Bruyne, den habe ich auch schon mal gehört. Er passt ihn auf den Flügel. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Nach unten. Klasse Zuspiel auf Bale. Nach oben.
Luka Modric. Er ist da. Aber da haben wir gerade wieder ein bisschen was an Mentor Freundschaft gewonnen. Wie soll man es sonst nennen? Weg ist der Ball. Nee, da wollte ich nicht hin. Die Nachspielzeit. Ja, da wollte ich hin. Zwei Minuten, viel Nachspielzeit? Ach so, erste Halbzeit. Isco am Ball. Schade. Schön geklärt von Kompanie. Der geht raus und das war die erste Halbzeit. Zur Halbzeit. Naja, gut. Ganz so leicht ist es nicht. Alles klar, Mann? Ich hab dich nicht gesehen seit der FIFA Say No to Racism Gala. Wie geht's? Ziemlich gut. Ich hab viel zu tun. Eine Menge Spiele. Kennst das ja. Ja, kenn ich. Schon hart, aber von nichts kommt nichts. Was ist er denn jetzt so? Wenn man ständig in den Medien ist wie du. Keine Ahnung, wie du das schaffst. Ja, ist schon echt verrückt. Glaube ich. Sehen wir uns da draußen? Ja, viel Erfolg, aber nicht so viel davon. Mal sehen, hm? Okay, kurzer Einspieler. Der erste dieser Art, wenn mich nicht alles täuscht. Das Wetter wird nicht besser, aber trotzdem läuft die zweite Hälfte jetzt. Ja, das Wetter hier zurzeit auch echt beschisse. De Bruyne jetzt am Ball. Echt beschisse. Fängt diesen Ball ab. Jetzt haben wir, glaube ich, wirklich mal den Herbst irgendwie eingefangen. Ui, das war knapp. Sterling am Ball. Der Herbst kam dieses Und Jahr aber auch wirklich, ey. So innerhalb einer Woche. Puh, alle Blätter weg. Von De Bruyne. Und jetzt Toni Kroos. Und Hunter. Wo geht er denn hin? Marco Asensio. Den spielen wir jetzt mal so. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Und? Oh, der war close. Kann erklären. Hunter! Ein fantastisches Tor! Es ist ja schon fast lächerlich. Hä? Was für ein Knaller, Alter. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. Der war schon echt gut. Geköpft, einfach abgezogen. Ja, ja gut. Ich glaube, es liegt auch wirklich daran, dass ich diese präzisen Schüsse jetzt meistens immer benutze. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Ja, da können wir gleich mal wirklich ein bisschen hochstellen hier. Und da ist der Ball wieder weg. Oh. City jetzt gleich mit dem Wechsel. Okay. Marco Asensio. Lila. Modric am Ball. Der war nice. Komm, Fernschuss. Da hat er sich. Nee. Die hat er einfach nicht. Aber wir haben auch schon wieder drei Tore, Alter. Da fehlt einfach die Konzentration. Ah, wir kriegen Anweisungen. Und jetzt wechselt er gleich doppelt aus. Beeindrucke den Boss. Hey, hol dir das Führungstor. Erziele das nächste Tor, oder was? Okay, dann muss ich mit Hunter jetzt gerade mal noch ein Türsche machen. Otamendi. Wie easy sich das anhört, voll überheblich. Günder. Halbe Stunde noch, dann ist halbe Stunde noch für ein Tor mit Alex Hunter. Das wollte ich hinkriegen. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Mahrez. Gerade laufen sie gut hier durch. Schöner Ball von Aguero. Der war am besten jetzt Real bisher. Jetzt am Ball. Das war der beste Schuss. Besoffen, Alter. Und nun Sergio Ramos. So, auf geht's. City will jetzt wechseln. Und Isco. So. Toni Kroos. Nein, zu langsam. Ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Da war ich leider zu langsam. Wir wollen mal. Steilpass, David Silva. Eieieiei. Entschärft, möchte ich mal behaupten. Machen, aber da wird er aufgehalten. Und da ist die Chance für Hunter. Real versucht es über außen. Jetzt geht da ist hier er. Vielleicht die Chance. Oh. Pfostenschuss. Ey, Pfostenhunter, ey. Ohne Scheiß. Pfostenhunter. Und Gündogan. Und Kevin De Bruyne. David Silva. Es geht bei denen denn jetzt? Dieser Alu-Treffer eben, der ärgert sie. Das ist nicht zu übersehen. Das kann ich dir sagen, Alter. Bale. Oh, und jetzt der Zug nach innen. Asensio. Viel zu schlecht. Da kommt der Schuss. Musste ich machen. Und jetzt Real Madrid mit dem Tor.
einfach abgezogen. Toni Kroos. Ich habe immer noch Zeit für ein Tor mit Hunter. Guck mal, ich muss das einfach machen. So viel rumgestochert da. Aber gegen Manchester City. Ach Mann, was soll ich mich jetzt beschweren die ganze Zeit? Innerhalb des Spiels kann ich das wahrscheinlich dann eh nicht umstellen. Also müssen wir dann. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. David Silva. Aguero am Ball. So was Fehlpässe und so angeht, ey, echt schon krass. Die Bräune. Ja, komm. Mahrez. Mahrez. Versuchen ja aber auch echt Sachen durchzubringen, ey. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Ey. Jetzt David Silva. Da soll der Wechsel kommen bei Manchester City. Ja gut, wenn ich es nicht mehr schaffe mit Hunter, oh, egal. Das ist der Ballverlust. Klasse gespielt, guter Steilpass. Und jetzt ein Schuss. Ey, ohne Witz. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Hä? Wir sehen es den Mienen der Spieler an. Dieser Treffer gerade, der sitzt tief. Der sitzt tief, nicht im Netz. Ich spiele noch den Ball wieder zu hier, ey. Zack. 2 Minuten bekommen wir hier. Voll vom Fuß geholt. Jetzt ist Platz für den Konter. Nee, so nicht. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ach komm, der letzte Angriff mit Hunter, den hätte ich auch noch machen können, ey, ohne Scheiß, sehr gut. Müssen wir dann gleich erstmal umstellen hier. Das Ergebnis und damit ist man natürlich auch dem Endspiel wiederum einen Schritt näher gerückt. Ein Schritt näher. Ja, wahrscheinlich kommt jetzt erstmal noch ein Video, Leistung. Gut, das ist in der Mitte, das werde ich jetzt nicht geschafft haben. Egal, bricht den Mann, wir haben das Spiel gewonnen. Das war ein sehr geiles Spiel eigentlich aber auch. Also wenn ich da Zuschauer gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich direkt amüsiert gefühlt. Trotzdem, ja, es ist einfach viel zu easy, ne? Gareth Bale 0,5er Bewertung, nicht schlecht. Werden wir gleich erstmal direkt umstellen hier das Ganze, bevor wir dann in die nächste Folge starten. Ich gucke mir jetzt erstmal noch an, was passiert. Ah, wir kriegen eine neue Bewertung rein. 82, mhm. Okay. 9,1, fast 40 Mille, immer noch bei 85. So. Ich denke mal, jetzt kommt erstmal noch ein kleines Training anstatt eines Videos. Das werde ich dann auf jeden Fall erstmal noch durchziehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Kleiner Cut. Oh, sieh dir das an. Wir können diese Challenge beginnen mit Owen Wilson hier. Owen Wilson. Hey, hey. Tiki-Taka, mein Freund. Tiki-Taka? Besitz gibt's nur mit guten Pässen. Das ist legendär, Mann. Ich bin stolz, dabei sein zu dürfen. Wirklich? Tiki-Taka. Prove it, oder was? Flanken. Hä? Verstehe ich nicht ganz. Ah, Moment, ich muss den weiterdrücken und dann rein, oder was? Okay. Flanke und rein. Nee, doch nicht. Lol, Flanke. Der war echt beschissen. Und rein. Okay. Auch rein. Da haben wir gerade einen. Das haben wir gekriegt. Hunter. Oh, wir haben viel zu. Alter, das war ja easy. Okay. Präzise. Selbstbewusst. Mit guter Übersicht. Sehr vielversprechend, Hunter. Ja, ich tue mein Bestes. Deine Pässe zeigen mir, dass du einiges drauf hast. Seit wann bist du denn nett? Das ist ja gruselig. Alles klar, Flankenerfolg. Okay, dann suchen wir uns mal den nächsten Mentor aus an dieser Stelle. Danke. Beziehungsweise nach diesem Trainings hier, bla, Sülz, Trainings, weiß ich nicht, Hunter ist auf jeden Fall safe in the Start 11. Alles klar, wir nehmen jetzt Varane. Deckung? Nein, Ballkontrolle. Wir nehmen die Ballkontrolle. Marcelo. Wie sieht es denn bei den Attributen aus? Achso. Das war die Geschichte. Gut, dann gucken wir uns an, was geht. Oh, Rückspiel in der nächsten Folge. Gegen Manchester City. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns bis dann. Tschüssikowski.